habe Deutsch gelernt, aber ich habe nur Grammatik gelernt und das war ein großes Problem für mich, weil nicht zum Beispiel nur Grammatik lernen, dann vorsprechen. Ich probiere immer überlegen und das ist nicht funktioniert. Ja, ich liebe sehr, wenn ich lesen kann und dann das Jacqueline da alles korrigiere. Ich bin Micha. Wie heißt du? Wie ist dein Name? Ich bin Kelly. Kelly. Ja. Super. Und wo wohnst du, Kelly? Ich wohne in Wohnst du in Solothurn. Deutschland oder Schweiz oder wo wohnst du? Ich wohne in der Schweiz. In der Schweiz, ne? Ja. Super. Und kannst du mir sagen, was dir besonders gut an der Schweiz gefällt? Hast du was, was dir besonders gut gefällt an der Schweiz? Also, Geld. Geld, Man ja, verdient, ehrlich? ja, man arbeitet hier und verdient gut. In Das Brasilien ist es ist, nicht so, das ja. geht vielen Leuten so, ja. Viele gehen deswegen in die Ja, Schweiz. genau. In Brasilien, wir arbeiten viel, aber wir verdienen nicht gut. Naja. Ja, super. Tipptopp. Aber man muss halt auch viel arbeiten, oder? Das ist halt auch so. In der Schweiz muss man viel arbeiten. Habe ich Genau. so Viel, das viel Gefühl mehr bekommen. als in Brasilien. In Brasilien Ja. normalerweise am Wochenende machen wir viele Partys und so, Grill, aber hier, ich arbeite viel auch am Wochenende. Ja, hier zahlt es sich aus, weil man nicht so viel Party macht. Das stimmt, ja. Ja. Da arbeitet man, verdient viel Geld und gibt halt auch wenig aus. Aber das ist so. Genau, wir verdienen gut, aber wir müssen auch viel arbeiten. Es ist nicht so einfach. Aber es ist ernst, denke ich. Super, sehr schön. Und wie lange bist du schon da? Ich bin hier ungefähr 7 Jahren. Ja, super. Ja, dann kennst du ja schon aus. Dann weißt du ja schon Bescheid, wie es hier losgeht. Was machst du gern am Wochenende? Kochst du gern? Wenn ich nicht arbeite, ich schlafe viel, weil ich bin immer müde, weil ich arbeite um 6, dann habe ich 4 Stunden Pausen während dem Tag, dann bis 9 und dann meine Arbeit ist sehr streng. Dann, wenn ich zu Hause bin, ich schlafe viel. Ja, super, sehr schön. Verdienst viel Geld und schläfst viel, das ist gut. Ja. Und warst du, wie waren deine, hattest du Ferien vielleicht jetzt? Jetzt waren ja Ferien gewesen. Wenn ich Ferien habe, dann fliege ich nach Brasilien, um meine Familie zu besuchen. Oder ich besuche meine Freunde hier in Basel zum Beispiel, weil ich in Solothurn wohne. Dann habe ich mehr Zeit für Freunde zu besuchen und so. Super, sehr gut. Und das sind auch brasilianische Freunde in Barcelona. Ja, ich habe ein paar Freunde. Nicht viel, weil ich bin nicht so kommunikativ. Das ist auch ein Problem für mich, weil ich möchte immer Deutsch sprechen, aber ich habe nicht Kontakt mit vielen Leuten dann. Aber Es ist schwierig, ja. Dann ist schwierig. jetzt bei meiner Arbeit, ja, probiere ich mehr sprechen. Das ist gut, ja. Ich höre eigentlich, dass du sehr gut sprichst und gut verstehst auch. Das klingt gut eigentlich, wie du sprichst. Ja, ich verstehe nicht 100%, aber ich kann gut verstehen und zum Sprechen muss ich noch viel Ja, lernen, ja. weil meine Akzent ist noch nicht so gut. Ja. Wie lange bist du schon beim Kurs dabei? Wie bitte? Wie lange bist du schon bei dem Kurs Alemão pra Vida? Wie lange bist du schon dabei bei dem Kurs? Ungefähr 3 Monate. 3 Monate. Ja, ungefähr. Super. Und bist du zufrieden? Ja, Bist ich bin du glücklich zufrieden. damit? Ja? Ja, ich kann jetzt
viel besser verstehe, wenn ich Fernseher, zum Beispiel, wenn ich einen Film schaue und so, weil vorher, ich habe viel Probleme, weil ich konnte nicht einen Film schauen und alles verstehen. Und jetzt geht das wirklich immer besser, weil ich trainiere meine Hörverstehen sehr viel. Und jetzt, ich Cool. probiere, mir meine Akzente verbessern, aber es ist nicht so schwierig. Es Sehr ist gut, nicht sehr gut. so einfach, Entschuldigung. Ja, das ist mit dem Kurs, schaffst du das aber sehr gut. Du musst einfach nur dem Kurs folgen, ne? Und dann wirst du eine richtig schöne, saubere deutsche Aussprache bekommen. Genau. Ich bin sehr schüchtern und dann deswegen, das ist auch eine Grenze für mich. Aber ich arbeite diese kleinen Details. Der Kurs hilft dir ja auch dabei. Der Kurs ist ja gerade dafür, dass du auch ein bisschen so das verlierst, oder die Schüchternheit, dass du Genau. ein bisschen mehr Mut bekommst, auch das Genau. durch die Audios schicken und so. Schickst du auch Audios, nehme ich an, oder? Genau. Ich brauche viel Mühe und auch probiere immer sprechen, auch wenn nicht so richtig ist, aber probiere es richtig. Ja, also ich verstehe dich schon sehr gut, ja. Danke. Ich verstehe sehr gut, was du sagst, also von daher. Ja, das ist super. Also du bist so auf jeden Fall schon auf einem guten Niveau. Danke, danke, ich probiere. Hast du schon mal vor dem Kurs bei Jacqueline, hast du da schon mal Deutsch gelernt? Ja, ich habe Deutsch gelernt, aber ich habe nur Grammatik gelernt und das war ein großes Problem für mich, weil wenn ich zum Beispiel nur Grammatik lerne, dann vorsprechen, ich probiere immer überlegen und das ist nicht funktioniert vorher. Ja, Und dass ich habe wie genau, das ein ist. Robo gesprochen. Ja, Und genau. Man spricht wie ein Roboter. Und genau. Aber jetzt, ich bin noch in die Angstzone, sagt Jacqueline das. Ich bin noch in die Angstzone, aber ich probiere jetzt mein Niveau verbessern. cool, super, sehr gut. Das ist eben dieses dieser klassische Schulunterricht, oder? Das ist eben, ja, Genau, genau, genau. das ist nicht so richtig gemacht worden für die Anwendung. Das ist, keine Ahnung, also ich habe ja selber, als ich Englisch gelernt habe, war das bei mir genauso, oder? Ich habe in der Schule ganz viele Jahre Englisch gelernt und dann habe ich einen Engländer getroffen und konnte mich gar nicht unterhalten. Also verrückt irgendwie. Das war Genau. super. Genau. Genau. Man lernt wirklich viel, wenn man sprechen kann. Das ist so. Naja. Was kochst du am liebsten für dich und deine Liebsten? Ja, ich koche immer brasilianisch. Immer Brasilien. Reis, Bohnen, Fleisch und Salat. Ja. Super. Klingt super lecker. Es ist mein Lieblingsessen. Ja, ich esse das auch sehr gern. Hast du etwas, was du besonders gut findest an unserem Kurs? Also, das ist das erste Mal, dass ich einen Online-Kurs lerne. Und ja, ist alles neu für mich. Und ja, ich liebe sehr, wenn ich lesen kann und dann das Jacqueline da alles korrigieren und Tipp eingeben. Und mit den anderen Kollegen sprechen über meine Erfahrung. Und ich finde auch gut, dass ich die Unterrichte vielmal sehen kann. Das ist wichtig für mich, weil wenn ich zum Beispiel in einem Normalkurs bin, dann
wenn ich nicht gut verstanden habe, nicht manchmal der Lehrer hat keine Zeit für mich und dann dann kann ich nicht wieder fragen. Und mit diesem System kann ich immer wiederholen und das funktioniert sehr gut für mich. Super, sehr gut. Das war ein gutes, interessantes Feedback, ja. Ja, sehr gut. Und hat dein Umfeld, haben die schon irgendwie was gemerkt, dass du irgendwie dich verbessert hast vielleicht? Dass du vielleicht ein bisschen mutiger geworden bist oder so? Haben deine Kollegen oder so schon was gemerkt irgendwie? Haben die schon Fortschritte gemerkt bei dir irgendwie? Hat schon jemand irgendwas angesprochen? Ich habe nicht gut verstanden. Hab's nicht so Eine gut verstanden. Ob deine jetzt so Frage. deine Freunde oder so, ob die vielleicht gemerkt haben oder deine Arbeitskollegen, ob die vielleicht schon gemerkt haben, oh, du sprichst jetzt mehr oder so. Oder. Ich spreche sicher mehr, weil an Anfang, also bis ein paar Monate vorher. Ich habe nicht viel gesprochen, weil in die Pause, wir sind alle zusammen und ich war die Einige, die gar nicht gesprochen haben. Ich habe langsam begonnen zu sprechen und die anderen sind ein bisschen überrascht. Super cool, sehr gut, schön. Ja, du brauchst dich nicht verstecken, das ist super. Sehr gut, das freut mich. Ich danke dir und Danke dir. wünsche dir einen schönen Tag noch. Danke, Gaspar. Ciao, ne? Ciao.